Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Fire Emblem Echoes. Shadows of Valentia. Wir haben im letzten Part, joa, die Zeichen auf Abschied getrimmt, denn wir haben Celica letztes Mal gesehen, die hinter diesem Tor von Duma, beziehungsweise von Jeddah, die Seele geraubt wurde, oder zumindest wird das bald der Fall sein. Aber wir geben noch nicht auf. Gott, hier gibt's verschiedene kleine Gänge hier, okay. Wir werden uns einen Weg finden, um dahin zu, um zu, weil ich mache die mal zumindest für die Karte da, damit ich sehen kann, dass ich da schon mal war. Wir werden da einen Weg reinfinden, um, aha, da ist einer, okay, dann komm her. Dann komm her, wenn du Bock hast, dann komm her. Ich stehe nur drauf hier, komm her. Wenn du nicht kommst, dann komm halt eben ich, meine Güte. Solange ich den Erstschlag reinhaue, ist mir das egal. Und nur zwei? Das ist ja süß. Das finde ich ja so, wobei, 25 Treffer Chance. Ja, gut. Dass das getroffen hätte, wenn das getroffen hätte, hätte mich das sehr verwundert. Das hätte mich dann sehr verwundert, aber okay. Aber ich habe vor euch keine Angst. Ich würde sogar sagen, ich lasse die einfach kommen hier. Mit meinen zwei Ritterfreunden würde ich sagen, lass ich die Freunde hierher kommen. Würde ich jetzt schon fast sagen. Wobei, das könnten wir schon mal machen, aber ich glaube, die haben... Ja, gut, das bringt bei denen eher weniger was. Ja, gut, dann kommt doch ruhig her, wenn ihr Bock habt. Dann kommt doch ruhig her. Weil ich könnte jetzt zumindest nochmal einen Bogen schießen da machen. Das könnte ich machen, auch wenn die Trefferrate auch wieder sehr gering ist. Aber es war ein Treffer. Sehr schön. So, und du kannst nochmal, Anrufung machen. Wobei das eigentlich wenig bringt. Ja, also wie gesagt, ich habe vor denen keine Angst. Vier Schaden, wow. Das ist der absolute Wahnsinn. Vier Schaden. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Und das auch. Sieben, ja gut. Ja gut, ne? Ich habe doch da keine Angst vor. Ja, ihr macht auch nochmal mit. Oh, der haut einen Critical rein. Ja gut. Aber beim besten Willen. Beim besten Willen. Das wird nichts mit. Das wird hier nichts. Jetzt nochmal so einen Schlag rein. Dann muss ich ja jetzt nicht wirklich heilen. Aber du kannst ja mal Purgativ machen auf ihn. Kriegst auch nochmal ein bisschen Erfahrungspunkte nochmal dazu. Dann ja, ne? Also beim besten Willen. Ja, dann machst du nochmal. Ich hoffe, du machst keinen Critical, weil dann würde ich... Ja, okay, du machst einen. Naja, okay. Okay. Also dann hätte ich gerne Lukas die Erfahrungspunkte gegeben, aber okay, dann kriegst du sie halt. Soll mir auch recht sein. Ja, also wie gesagt, ne, also vor solchen Kämpfen habe ich jetzt nicht so die große Angst, muss ich gestehen. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst vor. Okay. Tobin, du darfst da mal was essen. Ich denke mal, der dürfte ja noch was haben hier. Dann isst du eine Orange. Oder wobei, nee, ich denke mal etwas. Ach so, das ist kleine, ja gut. Ach nee, nicht tragen hier. Nee, tragen. Du sollst schon die hier essen. Okay. Oh, eine Truhe. Was haben wir denn da Schönes drin? Ein Kriegerer-Schwert. Oh, für höhere Crit-Rate. Mal kurz gucken. Wäre ja eigentlich was für Grey. Wenn, mal kurz gucken. Ein Kriegerer-Schwert. Das jetzige hat 17 Kraft. Nee. Ja gut, am besten, ja, aber das hat keinen Crit-Rate. Das hat natürlich eine höhere Crit-Rate, aber das kriege ich jetzt halt nicht verbessert. Nee. Da sehe ich so. So, da ist nix. Okay, dann gehen wir weiter hier in diesen Gang. Da sehe ich schon den nächsten Freund. Dann komm her, dann stell dich mir dem Kampf. Oder ich komme zu dir, meine Güte. Und schon wieder zwei. Also beim besten Willen. Ich habe doch vor euch nicht Angst hier. Ich habe doch vor euch keine Angst hier. Aber ich lasse die wieder kommen. Ich lasse die am besten wieder kommen. Das ist die beste Idee, würde ich sagen. Ich lasse die am besten wieder kommen.
Weil vor den Zweien, da muss ich doch echt keine Angst haben hier vor den Zweien, also bitte. Also echt mal. Also beim besten Willen, vor den Zweien muss ich jetzt hier echt nicht so die Angst haben. Ja, versuch du mal dein Glück. Ja, leider nicht. Ja, das ist halt nur das Problem. Man trifft die halt leider ein bisschen schlecht, aber ansonsten. Ich mache jetzt auch keine Illusionen. Das bringt mir nämlich auch nichts. Also wie gesagt, ich muss doch vor denen ja keine Angst haben hier. Weil sie sind zwar schwer zu treffen, aber dafür machen die halt einfach mal offensiv wenig. Um das mal so zu sagen. Offensiv sind sie da sehr wenig, was die Freunde da machen. Aber der trifft mit 59 natürlich zweimal, ne? Das ist klar. Das ist natürlich klar. Das ist aber schön. Dann machst du da mal Aura. Mit 85 weichst du... klar, ne? Na klar, mit 85 weichst du aus. Natürlich. 85 weichst du aus. Klar, klar. Egal. So, ich denke mal, vor dem wirst du... Ja, doch, ausweichen könntest du, aber... Kein Schaden kriegt er rein. Aber wirklich keinen. So, und du hier auch nämlich. Da sollst du nicht hin, du sollst da das machen, genau. Sogar ein Critical, sehr schön. Reicht das sogar schon, ihn zu killen? Nicht ganz. Ich denke, dann dürfte das ja jetzt eher machen, sofern er trifft. Ja doch, 78, komm schon. Komm schon bitte. Ja, wollte ich schon sagen hier. Dankeschön. Das wäre echt, hätte er jetzt nicht getroffen, ey. Ach so, ich wollte schon sagen, hä? Ich dachte, ich hörte das jetzt, aber nee, der eine da oben ja noch. Ja gut. Immer diese doofe Getreffe hier, ey. Man trifft die echt nicht hier. Du hast noch eine Chance. Vielleicht schaffst du es ja peiten, wenn nicht, dann... Nö, er darf sich aussuchen, also an wen er stirbt. Dann tu dir keinen Zwang an. Okay, an Foresight willst du also sterben. Interessant. Faszinierend. Ja, also wie gesagt, vor den Freunden brauche ich echt keine Angst. Sag mal so da. Mein lieber Freund Duma oder Jedda, je nachdem, da muss schon ein bisschen mehr kommen, wenn ihr mir da Angst machen wollt. So, da kam ich her. Hier geht's nochmal runter. Okay, da geht's raus irgendwo. Und wo geht's hier lang? Ich würde fast sagen, da geht's Richtung dem Ding hin. Also eine Abzweigung. Fällt weniger. Ich geh erstmal hier unten lang. Ich geh erstmal da lang. Oh, da sind wir schon. Na super. Hätte ich doch die andere Richtung gemacht. Na super. It is time, Antis. Lord Duma is waiting. Not yet. Not before you've released Milla. That was the arrangement. I'm afraid that what you ask is beyond my ability. Milla has sealed Falchion herself. We mortals have no say in the matter. You lied to me! If you are displeased, Princess, I suggest you point your ire at Milla. Lay blame upon the merciless goddess who forsook her Zofian children. Ärgert mich jetzt so ein bisschen, aber okay. Na super. Cease your lamentations and come along, girl. I'll send the boy to you shortly. That I can promise. No, not Om. You swore to leave him alone. Glaubst du nicht ernst, dass man dem vertrauen kann? Ich hab dem noch nie vertraut. Rejoice, Lord Duma. I have brought the brand bearer who threatens your order. Take her soul unto you and feast. No. Na super. Alter, steh dieses fette Auge. Oh.
Na klasse. Such potent energy. My Lord Duma is pleased. Freue ich mich schon, ihm in seine Fresse zu stopfen. I shall offer up the other brand bearer's soul to you presently. On tease, I declare you reborn as Duma's faithful pawn. Now go. Fall into the darkest depths and rot with Miller below. Na super. Aber ich will jetzt doch noch mal kurz das andere gucken, was bei meinem anderen war. Oder es kommt bei beiden hin, das weiß ich ja nicht, aber das ist jetzt natürlich nur super. Jetzt ist der schon wieder da. Nee. Nochmal will ich nicht kämpfen, das kostet mir nur Zeit. Ich gehe jetzt erstmal hier lang gucken. Vielleicht ist hier doch noch was anderes. Ich habe keine Ahnung. Das sieht mir irgendwie auch so aus, als wäre hier was. Das ist, sowas mag ich ja nicht hier, wenn hier so zwei Abzweigungen sind. Oh nein, es passiert schon wieder. Oh nein. Das ist Berkut. Oh, na super. You kept me waiting, Ohm. Or should I say, Your Excellency. Perhaps Emperor Rudolf II of Regal. Berkut, listen to... Tell me, how does it feel to possess both Sophia and Regal? I imagine it's wonderful. Though it's a sensation I'll never know. This isn't a conquest for me. I have no illusions the people of Regal will suddenly welcome me as their ruler. But my father placed this land in my care, and I'll do anything for it. Whatever it takes to keep Valentia's people safe. The path ahead is a difficult one for us all. So help us, Berkut. Lend us your strength. Regal's people trust and love you far more than me. You and I are cousins, after all. Family. I didn't think I had any family in this world. And yet, here you are. I know we can be close friends as well. Let's work together, Berkut. Put all we have toward ensuring all Valentia is... Silence. What? Listen to you. Offering mercy and trite platitudes from on high. Work together. Us. Don't make me laugh. Strength isn't lent, it's taken. Pride from the grip of your dead foes. What the? So this is what Fernand warned us about. Mom, Berkut has taken Enduma's power. He's no longer the man we knew. No. Hast du so eine nette Puppe geholt zum Spielen? My beloved Renea. Beautiful, isn't she? Oh God! You offered the woman you love up to Duma? How could you? What's the point of power if you have nothing left to protect? I finally realized something. Power won't betray me. Power won't deceive me. Blood ties. Years of life lived together. All meaningless. The only thing in the world a man can rely on is his own strength. Years of... Are you accusing my father of betraying you? You're wrong. He loved you. He worried about you to the last. You knew him so much better than I did. How can you not see that? Silence! I'm tired of listening to your pretty little lies. It's time for me. Come with me.
will hold our wedding atop his funeral. Rekut! Oha, alter Schwede, okay. Rhenea, Gebetsring, eine Hexe. Mag seinen Träger vor dem Tode bewahren. Ach, sie kann ich nicht besiegen, oder was? Wahrscheinlich muss ich ihn besiegen. Kremhild. Eine Lanze, die ihren Preis fordert. Aha, okay. Okay, also ich sollte vielleicht gucken, mich erstmal... Sie hat Seraphim, auch in Stärkung, okay. Und sie kann rufen. Ich hoffe, das ist dieser Fallenradius. Eieiei. Da kann ich den... Ne, das ist... Ist das dieser Stärkungsreichweite? Ich glaube, das ist der Stärkungsreichweite. Ich glaube, das ist der Reichweite dieser Falle. Uiuiui. Also ich habe ein ziemlich böses Gefühl bei dieser ganzen Aktion hier. Das könnte spaßig werden. Nicht wirklich. Es ist auch unfair, dass ich hier die Formation überhaupt nicht umstellen darf. Aber gut. Dann werde ich erstmal meine fetten Ritter hier nach vorne stellen. Und ihn. Wer kommt da? Da kommen die Freunde. Na gut, die können mich hier, so wie ich das sehe, noch nicht erwischen. Ach, ein Mughal auch. Okay, okay. Faszinierend. Faszinierend, alles klar. Was hast du denn? Hast du... Ach, du hast Schleim, okay. Versuche ich das mal. Oder wobei, das wäre noch besser, vielleicht mit dir das so abzufangen. Weil ich kann mich aber nicht direkt wehren, weil das ja drei Felder ist. Und Seraphim geht ja nur zwei Felder. Wobei Nosferatu wird ja da erst genutzt. Ja gut, dann mach ich das doch lieber mit dir, weil du kannst dich dann direkt wehren. Du hast das denn der Defensive, auch den physischen Schaden. Ja gut, das wird mir dann auch nichts bringen, wenn ich ja die Fähigkeit einsetze. So, und ich meine, wenn ich mich richtig entsinne, waren da ja physische Angriffe auch gut. Aber Magie werde ich dennoch verwenden. So, und natürlich werde ich, ja, Anruf oder vorbei, Ächtung könnte ich natürlich auch nutzen. Aber ich glaube, das würde, wenn nur, oder sind das alles große Schrecken? Ja, das sind alles große Schrecken und der, okay, würde mir nichts bringen, okay, gut. Würde mir nichts bringen, okay. Dann werde ich Anrufung, werde ich natürlich wieder welche anrufen, das ist klar. So, und du setzt Purgativ auf sie ein. Ist sie auch direkt geheilt. Ist okay. Also ich denke, das wird jetzt nochmal ein erster... Eine schöne, nette Einstimmung vor Duma werden. Aha, okay. Und die werden immer automatisch geheilt. Ja, das ist ja unfassbar nett. Das ist ja unfassbar nett, muss ich ja mal gestehen. Wenigstens keinen Schaden da bekommen. Okay, die Freunde greifen an. Machen 7 Schaden. Okay, da kann ich mit leben. Okay, einem darf sogar 2-mal angreifen. Macht 11 Schaden. Finde ich dann natürlich doof. Der mit 90. Hm, klar, mit 90 trifft er. Hm, klar, ne? Oder auch mit, na gut, 64. Ja, ich treffe mit 68 aber nicht, ne? Hm, klar. Aha, und Hexen gerufen. Also ich denke, das könnte ein langes Gefecht werden. Ich denke, das könnte ein ziemlich langes Gefecht werden. Also es ist eine gute Idee, dass ich die Freunde hier gerufen habe, definitiv. Da werde ich auch wahrscheinlich mal gucken, ob ich da noch einen rufe. Werde ich mal gucken hier. Ja, also ich denke, das wird ein ziemlich langes Gefecht werden hier, wenn ich das schon sehe, hier, was hier alles auf mich wartet. So, du darfst jetzt erstmal den hoffentlich besiegen. Eieiei, also ich glaube, das wird ein ziemlich ekliges Gefecht werden. Also das, unfassbar, ey. Unfassbar. Seraphim. Boah, unfassbar, ey. Das wird ein unfassbar krasses Gefecht werden. Eieieiei. Naja, die haben auch alle Teleport, aber gut. Also an die will ich mich erstmal gar nicht kümmern. Die sind mir alle erstmal egal, muss ich gestehen. Die, die Hexen sind mir erstmal egal, so ziemlich. Ich will jetzt erstmal die besiegen, ja, klar. Die hier jetzt erstmal da zu mir kommen könnten. So, dann würde ich sagen... ja, du machst... Das mache ich auch nochmal. Greif, besieg schon mal den dann da auf. Reprehensible. I will say words for you.
genau, das tue ich auch. Wobei heilen müsste ich jetzt eigentlich keinen, so ziemlich. Da müssen wir mal gucken hier. Ja. Treffe ich wenigstens. So, die Frage ist nur, ob die vielleicht mal. Aber ich glaube, die machen. Die erreiche ich mich gar nicht, okay, weil dann würde ich sagen. Ich kann aber auch keinen weiteren mehr machen. Ah, nee, ist mir zu gefährlich. Nicht, dass der, wie der sich dann bewegt hat, weiß ich nämlich nicht. Werde ich nicht tun. Ich werde erstmal hier bleiben. Wobei, ihr könnt nochmal gucken. Wir müssen jetzt nur, was der hier macht. Der hat Schleim. Gefällt mir so gar nicht hier. Gefällt mir so ganz und gar nicht hier. Ja, wenigstens einmal ausgewichen. Wenigstens einmal ausgewichen. Ja gut, dann machst du nochmal zwei Schaden. Triffst wenigstens. Ja, oder auch nur einmal. Der Lukas lasse ich hier erstmal. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal wieder mit allem Stärkung machen. Ja. Werde ich hier erstmal auf die Stärkung gehen. Beziehungsweise hier werde ich mich hier hinstellen, damit sie dann auch gleich wieder geheilt werden. Ja. Oha, 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 oha. Das wird eklig werden. Das wird hier ziemlich eklig werden, das Gefecht hier, sehe ich. Aber gut, ich werde auch den Part gleich beenden müssen. Das ist auch so bitter. Oh Gott, oh Gott. Eieiei, der trifft sogar, das ist unglaublich. Na klasse. Ja, das geht gut los. Das geht ja gut los, nicht wahr? Jo, das geht gut los. Wo starte ich denn jetzt eigentlich? Starte ich wieder da von Start da oder so? Ich habe keine Ahnung, wo zuletzt Speicher gewesen ist. Ich glaube tatsächlich mittendrin, ne? Also, beziehungsweise da bei der Position. Ach nö, ich starte wieder da. Mhm, okay. Joa. Das ist natürlich auch fair. Joa. Das ist natürlich auch unfassbar fair. Ich darf also nichts anderes machen. Dann werde ich erstmal die andere Richtung machen. Aber gut, ich werde bis dahin auf jeden Fall wieder spielen, das ist klar. Unfassbar nett, unfassbar wieder fair. Also so, so geht meine Motivation auch schnell weg, muss ich sagen, zu dem Spiel. So werde ich die auch wieder schnell verlieren, aber gut. Ja, also ich werde den anderen Weg gehen. Also ich werde definitiv nicht da unten lang gehen erstmal. Ich werde dann doch den anderen Weg nehmen. Ja, also das ist unglaublich, ey. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Also das ist... Nö, habe ich eigentlich keine Lust mehr darauf, aber naja, gut. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.